Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde. Serdecznie witamy. Wir sind wieder zurück im Let's Play Together mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow, und unserem schwedischen, bald unabhängigen Monarchen Egon Son. Grüße dich. Hey, alles am Manns. Hallo alle zusammen. Der Google Translator ist schon eine praktische Sache. Jetzt werden wir euch in jeder Folge mit irgendwelchen unsinnigen Sätzen in der Landessprache nerven und Google? Einfach nur eure Ohren brutalst vergewaltigen, indem wir alles auch versuchen, so schlecht wie möglich auszusprechen. Und wir haben noch jemand anderen, der wird nicht so viele Schwierigkeiten mit der Sprache haben. Das ist nämlich der Beherrscher des Hansebunds, der Legendary Marvin. Ich grüße dich auch. Moin. Ja. Ich habe es gerade noch, ich wollte es gerade noch nachschlagen, was Hallo auf im Plattdeutsch heißt, aber es ist auch nur Moin. Ja, genau. Dann schon so Moin Moin. Du musst so mehr nasal auch reden. Ja. Achso. Moin Moin. Ja, mein Fehler. Ich kann das nicht. Wie du benutzt Google Translate? Ich habe natürlich in meinem bildungsbürgerlichen Studentenzimmer jegliche Übersetzungsbücherei stehen. Achso, ich habe es bei leo.org nachgeguckt, nur das zu klären. Ja, es ist heute brutalst spannend, möchte ich mal sagen, denn wir starten gleich rein in einen regelrechten Unabhängigkeitskrieg, wenn der Egonson die Pause wieder ausmacht. Das macht er und damit läuft das Spiel wieder. Ja, unser Plan ist, die Dänen davon zu überzeugen, dass die Schweden doch besser auf sich allein gestellt sind. Dazu fahre ich gerade mit meiner Flotte noch nach Öresund, um dann die dänische Flotte im Hafen von Kopenhagen, müsste es sein dann, ja, festzuhalten, da ich mich dann mit dem Marvin und dem Günnar verbünden werde, sobald dieser Unabhängigkeitskrieg anfängt. So, also ich bin soweit, wie sieht's bei euch aus? Frag erstmal nach deinem Militärzugang. Ja. Ich wäre ansonsten auch soweit, ja. Okay, dann würde ich den Dänen jetzt den... Bei mir dauert es halt ein ganz kleines bisschen, bis ich oben bin bei dir, ne? Weil ich habe einen langen Weg vor mir. Ein verbündeter Pole wird nicht zu eurem Krieg gegen Dänemark gerufen. Wieso ist das hier ausgegraut? Weil ihr automatisch mitmacht. Weil ihr meine Unabhängigkeit unterstützt. Polen kannst du nicht rufen. Und dies auch nicht. Das ist wahrscheinlich, weil wir Spieler sind und das selbst entscheiden müssen. Ah ja, okay. Also ich erkläre jetzt einfach mal den Krieg. Also ich bin dabei. Ja. Und die Personalunion wurde jetzt schon aufgelöst. Führt zwar zu Stabilitäts-, ich bin auch dabei. Oh, 5-5-3. Ich habe einen neuen. Oh, Alter, Böhnen. Ey, das Spiel, ey, ohne Scheiß. 5-5-3. Nice. Heftiger okay. Scheiß. Ich mach mal die Geschwindigkeit runter auf 1 und greif gleich mal die Norweger an, damit ich da den Rücken frei hab. Genau. Sweden is not overpowered, sage ich dazu nur. Ne? Oh, und die Dänen? Das sind die Handelsschiffe, gegen die mir da kämpfen. Ah, die norwegische Handelsflotte haben wir da besiegt, sehr gut. Holstein ist hiermit übrigens offiziell tot. Hast du schon direkt annektiert, oder? nein, ich habe ihre Remis komplett vernichtet. Geil. Sehr gut. Hast du da, wirst du da deine Finger nach ausstrecken? Hast du da Ansprüche drauf? Natürlich wird er das. Überall. Ja, wir müssen mal schauen, was du in dem Krieg fordern kannst. Du kannst ja Holstein freilassen. Normalerweise. Ja. Ottmund Arneson. Eigentlich müsste ich mich mit 2S schreiben. So wie hier alle Namen gebildet werden anscheinend. Es reicht nicht nur, den Namen des Vaters zu nehmen und dann einen Son dran zu hängen, sondern eben ein Egons Son, beziehungsweise ein anderes Son. Ja. Kann ich übrigens mit der Geschwindigkeit einen klitzekleinen Ticken hochgehen auf 2? Na gut. Ist das für euch zu schnell? Bei mir geht's auch, ja. Jetzt bist du auf 3. Oh, dann hat das aber irgendjemand anders gerade hochgestellt. Okay, ich habe es wieder runtergemacht, ja. Okay. Jetzt bist du auf 2. Ja, genau, 2 war okay, ne? Jupp, ja. So, Polen-Litauen kommt auch schon angewatschelt. Wir sind gerade auf dem Weg nach Viborg. Und wir werden Dänemark nach Möglichkeit dann besetzen, schätze ich mal. Obwohl, ich müsste eigentlich irgendwas von
Dänemark, ja, Dänemark müssen wir. Soll ich den Kampf suchen gegen Dänemark oder ist diese Überquerung? Ja, lass sie mal noch auf Sierland, lass sie mal besser noch auf Sierland stehen, würde ich sagen. Okay. Soweit ich weiß, ist ja, wenn du einen Unabhängigkeitskrieg führst, dass du deine Hauptstadt hältst als Ticking War Score. Und das ist dann natürlich für dich ein entscheidender Vorteil. Mhm. Genau, Angreifer kontrollieren Stockholm. Und das ist nicht der Fall, weswegen ich dann 1.2 Punkte bekomme. Ja, nice. Ich verliere schon 1 Trillion Manpower einfach nur durch das Klima hier. Das ist doch echt nicht wahr. Also ich belagere alles westlich von Sierland. Nicht alles östlich. Und bis auf die Inseln. Wenn es langweilig wird. Ja. Ja, dann spalte ich doch kurz meine Transportschiffe ab. Auch wenn das natürlich risky ist, aber muss jetzt. Das Wichtige sind die Galeeren, der Rest ist relativ wurscht. Ja. Wir haben 8 Galeeren, wir haben 13, der Rest ist eigentlich relativ unentscheidend. Ich habe sogar einen Admiral in meiner Flotte drin. Die haben auch einen sogar. Ich fress halt so Zermürbung, weil meine Verbündeten permanent ihre Truppen bei mir in die Provinzen reinstellen. Das gibt's einfach nicht. Ja, machen, was ich will. Oh, da ist schon Norwegen. Die müssen wir angreifen. Ach so, ich habe jetzt irgendwie gedacht, dass du über Norddeutschland kommst. Ja, nee, ich habe gedacht, ich laufe da oben rum und greife Norwegen an. Das hast du auch vollkommen recht. Oh, nice. So brauche ich halt auch nur einen einzigen Militärzugang, ne? Das macht es halt auch nochmal ein bisschen unkompliziert. Und Litauen läuft da übrigens auch lang. Mal hoch in die Finnmark. Halt, so nicht. So, jetzt pass auf. Ja, ich pass auf, was gibt's? Junge, pass ja auf. Ach, na verdammt. Ich kann, wenn Einheiten auf dem Schiff sind, die dann nicht mehr spalten, ne? Also, ja. Ach, ich mach jetzt so händisch. Okay, okay. So, und jetzt müsste ich doch, genau, auswählen. Hier rauf. Ja, sieht gut aus. Ja, würde ich behaupten wollen. Läuft. Du bist sehr schön in der Finnmark. Ja, ich gucke mir das jetzt erstmal. Ich scoute da oben jetzt erstmal und gucke mir das mal. Mhm. Marvin, du könntest mir nochmal gerade erklären, wie funktioniert denn das mit dem Plündern? Die Plünderungsmechanik. Einer der schlechtesten dokumentierten Features überhaupt in Europa Universalis 4. Ja. Geplündert wird jede Provinz, in der eine Armee ankommt und stehen bleibt. Also sie darf nicht einfach nur durchmarschieren, sie muss im Moment stehen bleiben. Ja. Dann wird die geplündert. Also du hast jetzt zum Beispiel gerade Trondelag geplündert, weil deine 6000 Mann da stehen geblieben sind. Ja. Ach, jetzt. Jamtaland ist nicht geplündert, weil da bist du durchmarschiert. Wenn du jetzt da reingehst, wird es wieder geplündert. Das ist ein Modifikator, der hält 6 Morde lang, kommt den anderen teuer zu stehen. Und du kriegst die Grundsteuer dieser Provinz einmal auf dein Konto gut geschrieben. Okay. Horden kriegen das Doppelte. Ah, okay, deswegen. Okay, alles klar, ja. Dann plündern wir erst einmal alles und dann können wir die Armee hier auch mal gerade noch teilen. Könnte den Adler von Lübeck loslassen. Oh meine Fresse, ich habe gerade 7% Verschleiß. Das ist einfach. Ich glaube, Günther wollte gerade fluchen und in dem Moment ist sein Mikrofon ausgefallen. Oh, hört ihr mich noch? Ja. Was nur kurz weg. Klang es normal. Ah, okay. Ich habe erst 2 Schlachten geführt. Hab aber schon 3000 Mann verloren. Eine Schlacht verloren, ich glaube, da habe ich irgendwie 100 verloren. Da ist mein 4 Nahkampfkönig einfach zack und weg. Wahnsinn.
Ja, generell, es sind seit 1.6 viel zu mächtig. Wieso, was haben sie da geändert? In 1.6 wurden sämtliche Einheitenwerte global halbiert und danach noch angepasst. Also die Einheitenwerte sind alle deutlich niedriger als vorher. Mhm. Aber die Generalboni sind halt dieselben geblieben. Okay. Und da sind die Generäle jetzt wesentlich entscheidender als vorher. Und das merkt man. Frankreich gewinnt den 100-jährigen Krieg. Wer hätte es gedacht? Hm. Karakunde holt sich sehr früh Georgien. Oh, und Kasan holt sich Perm. Interessant. Uiuiui, ich gehe hier aber sowas von pleite gerade. Ich hoffe, der Krieg dauert nicht mehr lange. So ein Unabhängigkeitskrieg ist immer eine teure Sache. Ja, aber es ist eine Investition in die Zukunft, von daher. Genau. Ich bin zur Bank gegangen, ja, zu Frau Schmidt am Bankschalter 3, hab meinen Businessplan vorgelegt. Ja, ein unabhängiges Schweden. Hier ist mein Geschäftsmodell, ja. Genau. Ja, ich bräuchte mehrere hundert Millionen Euro und sie hat gesagt, ja, ist okay. Bei dem Finanzplan finanzieren wir ihn alles. Eben, das kannst du auch nach oben gut dann vertreten, ja. Bauern haben sich erhoben, weil ihnen langweilig ist oder was. Aber ich sehe schon, der Günnar ist so lieb und kümmert sich darum. Vielen Dank dafür. Litauen, Masowien? Achso, nee, die beherrschst du ja gar nicht. Litauen, Masowien sind meine Untertanen. Hast du Kontrolle über die? Ich stehe gerade total auf dem Schlauch. Kann sie nicht befehligen, aber. Aber okay, ja. Das sind Vasallen zu Spielstart. Ja. Ich sehe übrigens gerade, das ist ja echt voll das Jahr des Krieges. Schaut euch mal an, wie viele Kriege da gerade laufen. Bosnien kämpft gegen Serbien, Brandenburg, Braunschweig gegen Münster, Friesland, Utrecht, Delhi, Bangladesch, Sindh und so. England natürlich 100-jähriger Krieg ist. Ui, klar. Und ein Daimyo-Krieg wird angezeigt, obwohl wir Japan nicht sehen. Und Moskau verprügelt halt mal gerade wieder Novgorod. Ach, das ist. Aber sie verlieren dafür gegen Kasan gerade, das ist doch cool. Ja. Also je schwächer die sind, desto besser für uns natürlich. Ne? Vor allem in Kasan halt wirklich Perm befreit, was durchaus ab und zu vorkommt. Ja. Wo sieht man nochmal, ob eine Provinz schon geplündert wurde? Zum einen gibt es da ein Symbol, das sieht genauso aus wie Handel durch Kaufmannsrepubliken, das ist so ein Sack und ein paar Sachen dabei. Ja. Du siehst es aber auch im Handelskartenmodus, da sind so geile Symbole da drüber. Ah, okay. Da ich finde die Kombination ein bisschen blöd, weil am besten wäre ja ein Kartenmodus, wo man Truppen sieht und welche Provinzen geplündert sind, aber da ist Paradox offenbar anderer Meinung. Meinst du den Handelskartenmodus? Handelskart. Da siehst du, bei jeder Provinz ist so ein Symbol, wenn sie geplündert ist. Ah, wenn du mit dem Maus drüber gehst, siehst du sogar, wie lange sie noch als geplündert gilt. Der Aid-Siever ist irgendwie nicht geplündert. Du kannst keine Aid-Siever kannst du nicht plündern und Yamtaland. Warum? Also, Entschuldigung, das habe ich nicht erwähnt. Du kannst keine Provinz plündern, zu deren Nachbarprovinz du Zugang hast, militärisch. Also, wenn du Nachbarprovinz besetzt hast, dass ein Verbündeter ist oder irgendwie da drauf kannst, dann kannst du die Provinz auch nicht plündern. Ja. Du kannst nur so ein paar Küstenprovinzen bei Norwegen plündern. Es lohnt sich auch nicht bei Norwegen. Es sind ja alles stinkarme Provinzen, die kennst du doch. Ja, genau. Ich hab jetzt mittlerweile 7000 Manpower verloren und ich habe nur belagert bisher. Also das gibt's einfach nicht. Das ist. Ich bin auch so blöd, dass er lesen kann, ist ein Vorteil. Ich habe die ganze Zeit jetzt Micromanagement betrieben, um meine Einheiten auf Schiff zu bekommen, um die Bauern in wo? Auf Aaland? Nee, wie heißt Gotland, es? Gotland. Gotland? Nee, da Aaland. Zwischen Finnland und Stockholm. Ah, okay, ja. Ja. Kannst um einfach so hinlaufen, ne? Eben. Das weißt du schon. Ja. Jetzt auch Litauen, aufgefallen. Ja. Hast du deinen Armeeunterhalt übrigens voll aufgedreht? Das wollte ich nur nochmal nachfragen. Ja, natürlich, natürlich. Also, als ob sowas schon mal passiert wäre. Ne? Also ich finde es auch beleidigend, dass du überhaupt das nochmal erwähnst, nachdem ich dich vorhin drum gebeten habe, mir das zu Kriegsbeginn nochmal zu sagen. Jo, aber sie kriege ich nicht als Mission verleibt euch Moldawien ein. Man sollte nämlich, habe ich mal gehört, immer erst Moldawien
sich einverleiben, damit man Rumänisch als akzeptierte Kultur bekommt. Boah, ich bin bei minus 3 Stabilität. Ich könnte jetzt nochmal Stabilitätsziehen verlieren. Ich kann Holstein nicht als Vasallen fordern. Ja, ich müsste ja entlassen, also Dänemark müsste doch entlassen, oder nicht? Ja, normalerweise kann man, wenn man die Hauptstadt des Vasallens besetzt hat, kann man normalerweise auch den Vasallen direkt als Vasall übernehmen. Ah, okay. Dann wird es, dass ein Separatfrieden eventuell nicht möglich ist. Mhm. Oh, man könnte Norwegen befreien. Für nur 79. Mit einem Separatfrieden? Ja, 79, ist nicht mal 100. Das ist cool. Das sollte einer von uns machen. Was? Weil Dänemark willst du doch, Dänemark willst du, Marvin, doch bestimmt auch da gerne aus dem Weg haben, ne? Oder so die ein oder andere Provinz von denen, ne? Dänemark du nimmst ja vasalisieren. Du nimmst ja wahrscheinlich als erstes mal Holstein, denke ich, jetzt oder? Jetzt müssen wir mal schauen, ob es mit Separatfrieden überhaupt ordentlich funktioniert, weil nicht, dass uns da irgendwann so danach dann flieht, weil die alle aussteigen. Wir haben am Skagerrak verloren, oh mein Gott, der Skagerrak! Er ist wieder da! Beziehungsweise er wird wiederkommen in 500 Jahren. Ah, schon sehr schön, sehr schön. Skagerrak war Erster Weltkrieg, oder? Ich weiß es nicht. Aber ja, ich glaube, er müsste Erster gewesen sein. Dieser eine große Einsatz der deutschen Flotte zum letzten Mal. Und zum ersten Mal. Ah, puh, jetzt verliere ich pro Monat nur noch ungefähr 500 Manpower bei der Belagerung. Ich traue mich gar nicht zu gucken, wie viele Kredite ich aufgenommen habe inzwischen. Dito. Kredite sind böse. Ja. Ich habe auch schon 2 Stück, ja. Ich muss schon ein bisschen scrollen. Ich könnte den Adler von Lübeck loslassen, da kriege ich ein großes Schiff. Den Adler von Lübeck. Was heißt so, ist die Entscheidung. Ich überlege gerade, ob ich mir das kaufen soll. Ein großes Schiff. Ich weiß nicht, ob ich ein großes Schiff wirklich brauche, weil das kostet halt immer wieder so viel Unterhalt. Hm. Das machen wir jetzt aus Rollenspielgründen. Aus Spaß und der Freude. Wie sieht's denn aus, meine Weggefährten? Was hättet ihr denn gerne von Dänemark so alles? Ich könnte mir vorstellen, die 3 Provinzen in meinem Süden zu nehmen. Was kostet denn eine Unabhängigkeit? Ja, ach so. Das kostet wahrscheinlich schon 100, würde ich vermuten. Ne? Ach so, nee, 30, stimmt wohl. 40, die ist, glaube ich, recht billig. 22. Echt für Schweden? Ui. 22? Was? Ich glaube, die ist recht billig. Ja, also das würdest du schon mal machen. Schwamm noch, bis der neue Monat einkehrt. Du und solltest dann aber schon noch irgendwie versuchen, Halland, Blekinge und Skåne oder Skane oder wie das ausgesprochen wird, zu holen. Skåne, die schön. Ja. Auch die Belagerung von Bornholm durch. Okay, ich mache mal Pause kurz und dann bedienen wir mal uns an diesem Potpourri an. Willst du keine 100% Kriegsstand haben? Forderung. Puh. Also sagen wir mal so, für 100% Kriegsstand müssten wir halt 12.000 Dänen aufs Jäland angreifen. 12.000 Dänen mit minus 2 Überschreitungsmalus. Ja, das ist schon viel. Ja. Wir können natürlich auch böse sein und schauen, ob die Svens Dänen nach Skåne marschieren, wenn wir den Öresund aufmachen. Sie würden schon irgendwo hin marschieren. Ja, wenn wir jetzt Skåne raumen, gehen sie mit Sicherheit nach Skåne und eventuell muss man schauen, ob ich dann irgendwo angreifen kann. Aber dann könnte man sie halt ohne über diese, also ihr wisst schon, was ich meine, angreifen. Ja. Anfang. Ja, lass uns das kurz probieren. Aber dann würde ich vorschlagen, mach mal die Geschwindigkeit 1 runter. Können wir machen. Ja, ist gemacht. Und okay. Ich schicke mal noch ein paar Truppen nach Halland, ja. Mhm. Und dann wäre ich da auch noch einsatzbereit, falls. Okay, ich gehe von Skåne weg und schicke meine Armee jetzt auch. Schickst halt nach Skåne, genau. Deine Schiffe. In den Hafen? Ja, ich schicke meine jetzt mal nach Bell, damit sie auch nicht nach Finn laufen. Oder sonst wohin. Ja. In Bellsund, ich weiß nicht, was da wo immer ist. Also ich kann mir vorstellen, dass sie höchstens noch nach Lolland irgendwie. In Lolland, da stehe ich mit 9, da trauen sie nicht hin, glaube ich. Denke ich auch nicht. Ja, sie kommen nach Skåne. Sie kommen nach Skåne. Ah ja, nice. Dann warte ich hier einfach.
Oder nee, ich war das noch jetzt in Smoland oder was? Nee, komm ja. doch nach Westergötland oder warte in Smoland ist besser. Mhm. Ja, sie gehen eh nach Halland, dann kommen wir nach Westergötland. Da bin ich jetzt auch, ja. Ja, und dann suchen wir von dort aus zusammen den Kampf, oder nicht? Ja, ist okay. Ja. Soll ich mich bei deiner Armee anschließen dann? Ja, ne? Genau, mach mal so. Da geht bei irgendjemandem Skype. Ich glaube, das ist mein... Wenn ihr kurz wartet, dann bring ich euch noch meinen Übergeneral. Dann komm noch mit dem General dazu. 2% Verschleiß gehen jetzt noch. Ja. Bis dahin werden sie es nicht befreit haben. Ihr kommt mit wie auch viel? Dazu. Oh, jetzt wollen sie nach Skåne. Dann sollten wir ja, jetzt in Halland angreifen. Ja, ja. Ja, nee, dann greifen wir jetzt in Halland an. Genau. So, wir sollten ja gleichzeitig ankommen, ne? Ja. Ich hoffe es mal, dass sie uns jetzt nicht entwischen. Aber sie können ja eh nicht rüber, weil Dinge. Ja, sie hauen ab. Sie hauen ab. Aber Marvin ist ja da, um sie da aufzuhalten, okay. Oh, krass, cool. Litauen, kommst du mit? Oder? Ja, ja. Litauen, also da helfe ich euch jetzt nicht, weil sonst kriegen wir alle den Überdings mal. Ja. Wo wollen sie denn hin? Gleich geht's los. Ah ja, jetzt haben wir es ja auch. Gleich knallt's. Jetzt gibt's Ramba Zamba. Sehr schön. 3 Moral, da haben die keine Chance, das ist nee. Game over. Und ihr General ist auch 0-1-1-1. Das war immer noch ein bisschen besser als unserer, aber jetzt nicht so sehr. Wir müssen jetzt ganz. Macht Pause, wenn die Schlacht vorbei ist. Achso, okay. Damit wir Stack-Wipe kriegen, ne? Ja. Ich hab eine gemeine Idee, ich weiß nur nicht, ob sie funktioniert. Okay. Also so, solche Sätze liebe ich ja sowieso immer. Wenn Marvin sagt, ich habe eine gemeine Idee. Stopp, okay. Ja. Oh Gott, ich habe gerade aus Versehen auf Pause geklickt. Genau, und okay, jetzt? Ja? Egonson, Schiffe in den Öresund. Schiffe in den... Oh, ist das böse. Dann müssten sie eigentlich tot sein. Ja, ja. Aber ich glaube, da bin ich zu weit weg. Ich probiere es trotzdem. Ich mache wieder weiter. Ja. Ja. Kommst du? Wieso geht es nicht weiter? Ich muss das, glaube ich, rausmachen. Jetzt. Aber du hast ja auch Schiffe dort, ne? Ah, aber jetzt Dänemark sind sie, segelt jetzt auch gerade rein. Jetzt kommst du da. Ja, hat geklappt, ja. Nice. Backwipe. Ah, es ist so gemein, Kanäle blockieren. Ah. Wieso braucht er so lange, verdammt? Wow, okay. Ich habe wieder 200 Manpower gekriegt. Geil. Sollten wir erstmal die Seeschlacht noch gewinnen für noch mehr Prestige. Ja, müssen wir auf jeden Fall. Ja, die haben sie auch bloß rausfahren, weil sie irgendwie wollten, dass ihre Armee da halt noch drüber kommt. Wobei sie eine bessere Positionierung haben als wir, weil sie weniger Schiffe haben. Aber wir haben mehr Moral, die besseren Befehlshaber, es läuft schon alles. Aber sollen wir jetzt eigentlich separat Frieden schließen? Also prinzipiell könnten wir sagen, wir schließen jetzt separat Frieden, weil Egonson kann jetzt theoretisch überall hinlaufen und den Rest hier auch noch belagern. Ich habe halt nicht viel Diplom. Warum hast du Pause? Um das hier zu besprechen mit dem Separat Frieden. Ach so, ja gut, aber wir können ja erstmal die Belagerung noch weiterlaufen lassen. Machen wir mal hier weiter. Da passiert nichts mehr. Also das ist der Käse. Aber wenn ihr jetzt Separat Frieden macht, dann ist mein Warscore geht doch runter, oder nicht? Bei mir wäre es halt so, ich könnte halt Norwegen entlassen, dann geht dein Warscore natürlich nicht runter, weil das ist ja nur für die Sätze. Und wenn die unabhängig sind, dann zählt das soweit ich weiß, nicht mehr, oder? Was du halt jetzt machen würdest im Großen und Ganzen, du nimmst deine Armee, teilst sie durch 8, glaube ich, und verteilst die auf den dänischen Provinzen. Und wenn ich separat Frieden mache, dann belagerst du ja gleich wieder alle. Okay, dann Günnar, du entlässt Norwegen und ich verteile meine Armee. Das wollen sie momentan noch nicht, aber... Okay, aber sobald ihr Land durch ist... Meine Frage, Egonson, kannst du fordern, dass Holstein mein Vasall wird? Das schaue ich gleich mal nach. Ab 98%. Müsste ganz rechts bei den Verträgen sein. Ich kann Vasallen aufkündigen, Holstein. Erzwungener Flottenstill. Ganz rechts bei Verträgen, wo auch Handelseinfluss und sowas ist normalerweise. Mhm. Niederlage eingestehen, Unabhängigkeit, Handelseinfluss. Nee. Okay.
Also, aber soll ich sie zwingen, den Vasallen aufzukündigen? Ja, das macht dann wahrscheinlich am meisten Sinn. Ja, kostet nur 19, meine Unabhängigkeit dazu. Reicht das noch für die drei hier unten? Skorne, Halland, Blickinge, ja. Vielleicht noch Bornholm und Gotland, nee, ist zu viel. Ah ja, doch, Bornholm ging, ja. Also Holstein kann auch ich in einem Separatfrieden. Ja, ich kann, also ich krieg Norwegen irgendwie nicht in einem Separat. Also warum wollen wir das denn nicht machen? Lass mal gerade gucken. Forderung über steigenden Kriegsstand, minus 100. Aha. Aha. Gut, aber, also ich glaube eigentlich, ja, belagert mal Sjælland und dann sieht das anders aus, denke ja. Ich. Ich glaube, wenn die Hauptstadt gefallen ist, dann werden die sich das... Nee, also von mir aus würde ich den Krieg jetzt beenden, weil ich kann ihn mir nicht länger leisten. Also, okay. Dann befreie ich jetzt Holstein, obwohl dann verlierst du den ganzen Worska von den Provinzen, die ich halt besetzt habe. Ja. Jo. Ja. Dann befreie du Holstein, ist ja wurscht. Ja, also mach du dann, wie du das fürs Beste hältst. Das ist sehr lieb von euch. Okay, dann nehme ich die drei Provinzen, ja, vier. Befreie Holstein. Ja, Norwegen kostet 79. Ist zu teuer. Kannst du erstmal lassen, ja. Meine Unabhängigkeit und... Nimm dir noch Geld, damit du deine Kredite zahlen kannst. Dafür ist es echt ganz sinnvoll. Na gut, 16 ist es nicht. Aber vielleicht, dann ist mir das Geld doch wichtiger als, sagen wir mal... Ich hätte 44 gekriegt. Sag mal, Bornholm, kriege ich da noch mehr Geld für? 44, ja. Bornholm oder nicht Bornholm? Frage. Ich würde mir ja erstmal keine Inseln holen, weil du kannst damit rechnen, dass du Aufstände dort kriegst und... Gotland schon, weil da hast du Kern. Ja, da hast du Kern, genau, ja. Das kannst du ja auch machen, über Kernprovinz zurückgeben. Ja. Aber Bornholm würde ich nicht machen, weil wenn da ein Aufstand ist mit 15 Rebellen, kriegst du den nie wieder darunter. Ja. Das ist ein bisschen nervig. Ne? Nee, das ist eine Eingrundsteuerprovinz mit Fisch. Ja, nee, Gotland ist gut. Zu teuer. Dann, ja, bleib Gotland bei Dänemark. Ja, ich nehme die drei Provinzen im Süden und befreie Holstein und bekomme meine Unabhängigkeit. Forderung senden. Yeah! Oh yeah! Vielen Dank, die Herren, für ihre Unterstützung bei diesem rechtschaffenen Krieg. Der mich, ich kann es nur nochmal sagen, ungefähr 10.000 Manpower gekostet hat. Aufgrund schlechter Führung. Scheiße. Winter ist einfach scheiße. Winter ist einfach scheiße. Jetzt sind die dänische Kultur sehr gut. Also meine Rivalen sind dann ganz klar. Lappland. Du hast übrigens Gotland vergessen. Nee, das habe ich mir nicht mehr leisten können. Ging vom Kriegsstand nicht. Ja. Rivalen auf jeden Fall Dänemark, ne? Aber hallo. Und Novgorod, die sind eh meine Feinde. Okay. Ich sehe nicht mehr viel übrig. Ich kann ansonsten natürlich auch, ich kann euch alle auch nur dazu einladen, den Deutschen Orden als Rivalen zu nehmen. Das ist eine sehr, sehr sinnvolle Sache, weil gegen den werden wir auch bald Krieg führen, also sobald ich Moldawien irgendwie annektiert habe. Ist gemacht. Und da ist es auch schon wieder soweit, dass wir hier die Folge beenden. Erfolgreich, möchte ich behaupten. Marvin, bist du auch schon gleich im Krieg hier mit Holstein? Ah ne, du bist gerade auf dem Weg zurück. Ich hab noch nicht mal meine Truppen nach Hause gebracht. Ich glaube, ich greife jetzt zum Bremen an. Lass das Ding nur noch ein bisschen weiterlaufen, während der Fahrt. Oh, pass. Okay, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Servus. Genau. Dovigenia, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.